In diesem Video zeige ich euch das Efteling Hotel. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus dem Efteling. Und in diesem Video zeige ich euch das Efteling Hotel, in dem wir eine Nacht verbringen. Wir gehen jetzt rein, beziehen unser Zimmer und das zeige ich euch jetzt natürlich als erstes. Wir gehen morgen frühstücken, heute Abend auch noch zum Abendessen und das alles seht ihr in diesem Video und noch weitere Eindrücke aus dem Hotel. Also ich würde sagen, wir gehen ins Warme und ich zeige euch das Hotelzimmer. Und bevor wir reingehen, eine Sache muss ich noch erwähnen. Vielen Dank an den Efteling für die Einladung an diesem Wochenende in den Park und auch für die Nacht im Efteling Hotel. Also wir haben Zimmer 812, ganz oben auf der Etage und ja, das zeige ich euch jetzt. Also wenn man reinkommt, haben wir hier so einen kleinen Garderobenbügel, wo man die Jacken aufhängen kann. Hier gibt es einen großen Kleiderschrank, den kann ich euch gleich zeigen. Hier gibt es noch so eine Ablagefläche, da stehen schon unsere Sachen. Die Mülleimer sind in Form von Stiefeln, richtig süß gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Schrank aufmachen kann mit eine Hand. Da habt ihr die kleinen Schüchen im Schrank. Es wurde ja tatsächlich erst vor kurzem neu renoviert. Also ich war das letzte Mal 2020 hier und seitdem wurde es renoviert. Jetzt gucken wir mal die andere Seite. Genau, also richtig viel Platz im Schrank. Dann gibt es hier mein Bett. Da schlafe ich heute drauf. Einmal den Fernseher. Eine wunderschöne Lampe, die ein bisschen an Harry Potter erinnert. Dann gibt es hier eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher für Tee und Kaffee mit Zucker und verschiedenen Teesorten. Wie gesagt, mein Bett, was so normalerweise dann halt ein Sofa ist. Also das Zimmer ist für drei Personen ausgelegt. Dann haben wir das große Doppelbett für die Herren. Einen kleinen Willkommensgruß gab es hier. Und ja, hier kann man spielen. Die Spielregel, wir versuchen es später mal zu spielen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Die Aussicht ist auf die Autobahn, brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ist nicht so spektakulär. Ja, dann haben wir hier eine schöne Katzenlampe und die indirekte Beleuchtung hinterm Bett ist auch echt super schön. Klimaanlage oder Heizung, wie man es nimmt, einen kleinen Spiegel, einen großen Spiegel gibt es ja hier im Schrank und dann gibt es noch das Badezimmer. Das ist auch recht groß gehalten, also sehr großzügig, eine große Dusche. Mit der typischen Efteling-Seife. Die riecht auch echt gut, haben wir im Shop eben schon gesehen. Goldenen Armaturen, großes Waschbecken, also für drei Personen echt ideal. Hier ist auch nochmal ein bisschen Stauraum, da auch ein Föhn. Handtücher gibt es auch genug und ein kleines Easter Egg. Da, diesen Satz kann man nur lesen, wenn man in den Spiegel schaut. Aber ich kann leider kein Holländisch. Vielleicht könnt ihr mir hier unten in die Kommentare schreiben, was dieser Satz bedeutet. So muss ich es halten, damit ihr es auch sehen könnt. So. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was dieser Satz bedeutet. Und das ist unser Flur, wo unser Zimmer ist. Also wir haben, wie gesagt, die 812. Daneben ist direkt die Suite. Also ich glaube, das ist die Ex-Suite. Und ja, mega schön. Die Zimmernummern verwirren so ein bisschen, aber wenn man das hier abliest, dann findet man den Weg. Aber es sind nicht so weite Laufwege, es ist echt überschaubar, was den Weg angeht. So, mal gucken, ob die Männer mich wieder reinlassen. In Daniels Video haben wir dann noch die Maus entdeckt, oder Sven hat sie entdeckt. Ja, da ist sie. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Da ist die kleine Maus hinterm Tisch. Jetzt von Sven oder von der Maus hinterm Bett? Das lasse ich unbeantwortet. Ja, also hinterm Nachttisch hat sie sich versteckt. Hier auf der rechten Bettseite. So, jetzt wird entspannt. Ich zeige euch jetzt hier so ein bisschen den Eingangsbereich, wenn man ins Hotel reinkommt. Da ist der Eingang und ja, hier seht ihr schon die Bezeichnungen. Lift, Treppenhaus, Spielkammer, also Spielzimmer. Toiletten, es gibt sogar eine Bar und auch das Restaurant de Hof. Ich kann kein Holländisch. Und ja, also da ist die Bar. Auch im Sommer sehr schön draußen zu sitzen. Hier habt ihr die Öffnungszeiten. Dann gibt es hier so
Auch die Stiefel, die wir auf dem Zimmer in klein haben als Mülleimer. Hier haben wir die verschiedenen Größeneinheiten. Da kann man schauen, ob man groß genug ist für die einzelnen Achterbahnen. Hier sind die Toiletten. Hier gibt es so einen kleinen Fernseher für die Kleinen. Da können sich dann hier so ein paar Filme angucken. In dem Restaurant gehen wir dann heute Abend essen. Das zeige ich euch dann später. So ein Spiegel. So alte Telefonzellen, aber die werden jetzt, glaube ich, nicht mehr benutzt. Hier gibt es die Kofferabgabe oder Kofferaufbewahrung. Hier gibt es eine kleine Mikrowelle, wahrscheinlich für Babyessen, Babyfood, um es da warm zu machen. Aber draußen oder was? Draußen oder was? Dann geht es hier zu den Lifts, die zu dem Zimmer gehen. Und hier seht ihr Caro. Und wenn ihr im Efteling Hotel übernachtet, kostet euch Caro nur 12,50 Euro anstelle von 26,50 Euro. Also ein echt gutes Angebot. Ich bin echt gespannt auch später auf die Show. Gibt es hier Eis und Postkarten. Jetzt gehen wir auch gleich in den Shop. Aber hier nochmal ein kurzer Schwenker über die Rezeption. Hier könnt ihr so ein paar Bilder kaufen. Und ich glaube, hier ist das Abendrestaurant. Auf der anderen Seite war Frühstück, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich zeige euch heute Abend, wenn wir essen gehen. Wie gesagt, jetzt kurzer Schwenker durch den Merch-Laden. Sehr überschaubar. Hier gibt es diese Seife auch zu kaufen und auch diesen Traumduft. Der riecht echt gut. Muss man schon sagen. Also, ja, was kostet das denn? Steht leider nicht drauf. Diese Schüchen als Hausschuhe. Gibt es hier Efteling Bücher. Die kleine Maus, die auch hinterm Bett steht. Kostet 15 Euro. Ein paar Spiele, Kuscheltiere. Also ganz süße Sachen. Aber auch das bessere Merchandise, finde ich jetzt persönlich, ist im Park. Ach hier, also die Kerze kostet 9. Dazu gibt es immer noch keinen Preis. Aber wie gesagt, es riecht sehr, sehr gut. Die Kerze jetzt nicht so, muss ich sagen. Aber der Raumduft ist gut. Ist hier noch ein Rahmenspray. Natürlich die Handseife. Die kostet 13. Und hier jetzt Preise dran. Ah ja, 30 Euro kostet der Raumduft. Ihr könnt auch noch Spiele, Brettspiele kaufen. Genau, kleiner Überblick über den Shop. Nicht sehr groß, aber ganz süß gemacht. Also man soll den Fußstapfen hier folgen, um in den Park zu kommen. Es gibt hier keinen Shuttle, weil der Park ist hier direkt um die Ecke. Also Shuttle wäre schon ein bisschen seltsam, oder? Und Parken ist natürlich auch inklusive, wenn ihr mit eurem eigenen PKW kommt. Und wir laufen jetzt rüber. Wie gesagt, es sind vielleicht 5 Minuten Laufweg und dann seid ihr auch schon im Park drinnen. Wir sind jetzt hier im Efteling Restaurant. Hallo. So sieht das aus. Gibt es auch auf der anderen Seite hier auch. Uns wurde gesagt, dass es den Raum gibt und den anderen Raum. Und es wird geguckt, je nach Kapazität wird entweder hier der benutzt. Ich glaube, der andere Raum ist noch ein bisschen hübscher als hier. Der andere Raum ist, ja, da sind wir wahrscheinlich heute Morgen, glaube ich, Frühstück drin. Ja, aber das ist im Prinzip dasselbe Restaurant. Es gibt hier nur ein Restaurant, wo ihr abends essen könnt. Ja, es kann euch die Menükarte leider nicht zeigen. Die kann man aber online einsehen. Also ihr könnt auch sonst den QR-Code scannen für Deutsch. Hier kurz Pause machen und scannen, wenn ihr sehen wollt, was es so zu essen gibt. Oder ich zeige es euch auch schnell mal auf dem Handy. Also es gibt eine Abendkarte
Und das kostet 3-Gänge-Menü, kostet 35 Euro, echt wirklich human für den Preis. Getränk ist nicht enthalten. Und als Vorspeise könnt ihr euch dann eins aus den Sachen auswählen, wie Teltolato, Lachs, Artischocke. Hauptgänge gibt Steak, das kostet aber nochmal 2 Euro extra. Lachsfilet, freilaufendes Geflügel, das nehme ich, glaube ich. Das lief noch eben hier rum. Dann gibt es auch noch Risotto und Fisch der Saison. Und als Dessert gibt es Joghurt-Birnen-Kompott, weiße Schokolade, Schokoladen-Lava-Kuchen, Apfel mit irgendwie Mascarpone und Käsebrett, kostet dann auch nochmal 3 Euro extra. Und Kaffee nach Wahl mit einer Auswahl an Süßigkeiten. Genau, es gibt auch ein Kindermenü. 3 Gänge kosten 21 Euro und dann könnt ihr euch auch aus den verschiedenen Sachen dann ein Kindermenü zusammenstellen. Also ich finde den Preis wirklich gut. Für 35 Euro 3 Gänge und mal sehen, wie es schmeckt. Wissen wir schon, was wir wollen? Ich bin gerade am Überlegen mit dem Wein, weil ich würde gerne Wein dazu trinken. Daniel möchte Wein. Ich kenne halt eher dann diese Begriffe Spätlese oder halbtrocken und sowas. Also ich trinke gern halbtrocken. Ne? Es darf nicht zu süß sein, aber darf auch nicht zu herb sein. Aber das steht hier nicht dabei. Da weiß ich halt nicht. Was steht denn da? Da steht zum Beispiel Green Wine Company Verdejo Sauvignon Blanc. Steht das auf Englisch oder was? Was heißt das denn? Was ist das denn? Ja, Sauvignon Blanc ist meistens halbtrocken, Chardonnay ist meistens trocken. Meistens. Er googelt. Weinkenner unter sich. Ja, also, ich guck mal. Ansonsten, wir haben, als wir den Tisch auch noch nicht gedeckt, das haben sie gerade... Oh, jetzt muss ich mal ins Mikro reden. Als wir ankamen, war der Tisch auch noch nicht gedeckt und was wir auch gesagt haben, es sieht nicht so einladend aus, weil hier keine Tischdecke ist, es ist einfach nur der weiße Tisch. Für ein Abendessen oder so hätten wir uns schon eine Tischdecke gewünscht, aber das ist natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau und wir freuen uns aufs Essen. Der erste Gang ist da, einmal das Lachs oder die Lachs-Vorspeise mit verschiedenen Lachs-Variationen und die Männer haben Vitello Tonnato, sieht auch richtig gut aus, schön angerichtet. Probieren wir doch mal. Also die Lachsmus ist sehr lecker. Auf so einem Kräuter, weil es ein Blätterteig ist. Mit Kräutersalat. Sehr frisch. Und wie ist euer Vitello Tonnato? Auch sehr lecker. Der Hauptgang ist da und ja, für mich gibt es das Chicken mit Risotto und Gemüse. Sieht echt gut aus und Trüffelsoße. Und bei den Herren gibt es das Steak mit Böhnchen, Kartoffel. Ist das Kartoffelpüree? Ne, ich glaube, Pastinakenpüree war das. Auch Trüffelsoße, sieht echt gut aus. Und dazu haben sie sich noch Pommes bestellt. Daniel hat dasselbe. Oh, es riecht so gut. Bin echt gespannt. Also, mein freilaufendes Hähnchen ist auch sehr zart. Und die Pommes habe ich gerade probiert. Die sind auch exzellent. Da haben sich die Jungs ja separat bestellt. Musste ich eine klauen. Eventuell noch ein paar mehr. Das wie Schaum. Ich bin ja bei Chicken immer sehr, sehr skeptisch, ob es zu trocken ist. Wie Schaum. Aber es ist sehr gut. Es ist nicht trocken. Sehr lecker mit der Soße. Ich hätte vielleicht ein bisschen Salz gebrauchen beim Risotto, aber ansonsten sehr gut. Unser Dessert ist da, Hauptspeise auch wie Vorspeise, sehr, sehr lecker. Mein Hähnchen, ich habe auch ein Stück Steak probiert, echt gut, kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe jetzt hier den Lava Cake mit Eis und roten Früchten und hier gibt es die Käseplatte bei den Herren, die wie gesagt extra kostet. Ja. Und der Kuchen ist warm, ich liebe Lava Cake. Danke. So, mein Lava Cake, der ist in... Das ist etwa mit den Fingern. Der ist flüssig. Nicht mehr ganz so warm. Aber very chocolatey. Chocolatey. Vanilla ist auch gut. Sehr lecker.
Kurzes Fazit zum Essen. Also ich habe es zwischendurch schon gesagt, es war sehr, sehr lecker für den Preis. Also ein echt guter Preis für ein Drei-Gänge-Menü. Wir sind pappsatt, sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Jetzt ist ein kleiner Aufzug hier drin. Ja. Für uns geht's jetzt ins Bett und morgen nehme ich euch mit zum Frühstück. Wir sind auf dem Weg jetzt zum... Hallo. Wir warten auf den Aufzug. Ich stehe hier im Spot übrigens. Spotlight. Wir sind auf dem Weg zum Frühstück. Wir haben genau Punkt 8 Uhr. Ich bin auf die Minute... Das stimmt, ich sind 2 Minuten vor. Siehst du, ich bin sogar früher fertig geworden. Und ja, das Frühstücksbuffet, wie reichhaltig es ist, das zeige ich euch jetzt. Beginnen wir beim Frühstück mit der Getränkestation. Hier gibt es verschiedene Teesorten, grünen Tee, schwarzen Tee, Früchtetee, natürlich Kaffee, Zucker. Hier gibt es verschiedene Teekannen, also Wasserkannen und auch Kaffeekannen. Und dann gibt es hier Wasser, Milch, Apfelsaft und O-Saft. Das war die Getränkestation. Hier steht ein Toaster, wo ihr dann euer Toast reinschmeißen könnt. Und hier steht, please put only pre-sliced bread in a toaster, also kein ganzes Brot reinstecken, sondern geschnittenes Brot. Hier haben wir auch noch Honig tatsächlich. Den wir direkt mal mitnehmen für meinen Tee. Trinke ich sehr, sehr gerne im Tee. Hier gibt es auch noch mal eine kleine Getränkestation mit einer Kaffeemaschine, die ich euch gleich zeige. Hier seht ihr die Auswahl. Es gibt Cappuccino, Espresso, normalen Kaffee, heißes Wasser. Ich glaube, das ist koffeinfreier Kaffee, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und natürlich Milch. Und ja, ich möchte einen Cappuccino. Ansonsten gibt es hier auch warme Speisen. Es gibt Rührei, es gibt Bacon und es gibt Pancakes. Ansonsten gibt es hier auch hartgekochte Eier und weichgekochte Eier. Verschiedene Marmeladensorten, Birne, Erdbeer, Himbeere und Apple Pie. Butter und Margarine, was haben wir hier? Kenne ich gar nicht. Irgendwie so eine Art Früchtebrot. Gingerbread, achso. Lebkuchen. Dann haben wir hier diese bekannten Streusel, die man so aufs Brot macht. Habe ich als Kind tatsächlich nie gegessen, aber ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr das kennt. Wie gesagt, ich habe es als Kind nie so kennengelernt, aber isst man wohl auf dem Brot und gibt es auch mit. Bunten Streuseln tatsächlich. Richtig süß. Ja, Nutella gibt's, Erdnussbutter, auch nochmal hier so Marmelade, die abgepackt ist. Dann gibt's hier Müsli, verschiedene Müsli-Sorten, Granola, ja, seht ihr's ja. Salat. Herr Disney Parks and More ist auch da. Trauben, Obst, Bananen, Äpfel. Kann man sich ein Brot abschneiden. Hier gibt es noch ein paar Croissants, Schokoladencroissants und normale Croissants. Hier gibt es Rosinenbrötchen und auch normale kleine Brötchen. Hier gibt es dann Brot, entweder vorgeschnitten, so eine Art Toastbrot, was ihr euch dann in den Toaster schmeißen könnt, oder halt hier frisches Brot, was ihr euch abschneiden könnt, eine Scheibe. Und dann gibt es hier verschiedene Käse- und Wurstsorten. Salami, milden Käse, Schinken, Putenschinken, Salami sehe ich da hinten. Brot gibt es hier, genau, da kann man sich dann Granola rein. Low Fat und normal. Oh ja, Low Fat und normal. Mhm. Dann kann man sich dann Granola nehmen dazu. Was gibt's hier? Muffins. Apple Cinnamon Muffins. Mhm. Gut, Donuts gibt's auch. Und ja, dann halt die verschiedenen Käse- und Wurstsorten. Das war's. Schaut mal, wer uns auch beim Frühstück besucht. Rotkäppchen. So sieht dann jetzt mein Frühstück aus. Ja, ich bin eher nicht der Käseesser, deswegen gibt es ein bisschen Bacon, Schinken, Eier, Cappuccino, Tee, Saft. Schmeckt's euch? Genau, ihr habt jetzt ein paar Einblicke vom Frühstücksbuffet gesehen. Es ist in Ordnung für ein Freizeitparkhotel, aber es haut jetzt einen auch nicht um. Also es ist typisches niederländisches weiches Brot
Es gab Eier, ja, man wurde satt und jeder hat was gefunden. Es gab auch verschiedene Getränke. Wie fandst du es, Daniel? Ja, wie du schon gesagt hast, ne, war in Ordnung. Man findet, man wird satt auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts mega Besonderes oder so. Also man war schon in anderen Hotels, wo es dann nochmal was anders ist. Ne? Aber es macht ja das Grand Hotel auf nächstes Jahr. Ja, bin mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, ob es dann auch ein Grand Hotel Breakfast geben wird. Nächstes Jahr müssen wir ganz schön viele tolle Hotels besuchen. Was gibt es denn noch für tolle Hotels? Macht denn nächstes Jahr noch wieder Eröffnung wieder auf nächstes Jahr? Ach so. Keine Nieren mehr. Keine Nieren, alles verkauft. Ja. Wir gehen jetzt unsere Sachen holen und dann gehen wir in den Efteling. Ja, und das war das Video zum Efteling Hotel. Was ich noch sagen muss, wir hatten ein Komfortzimmer für 3 Personen auf der 8. Etage. Das habt ihr ja bereits gesehen. Und es gibt so eine Art Extra Magic Time. 30 Minuten früher könnt ihr als Hotelgäste in den Park. Das nutzen wir jetzt, denn wir wollen nämlich eine Runde Baron fahren. Und ja, wir haben gut geschlafen. Wie gesagt, es ist ein schönes Hotel, frisch renoviert. Ich war im Sommer 2020 das letzte Mal hier. Und da hat man tatsächlich gesehen. Und auch das Essen damals war... fanden wir jetzt nicht so gut in Restaurants. Gestern war es echt gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, auch für die Getränke. Ich habe für meine Cola 2,75 Euro bezahlt. Also wo bezahlt man das heutzutage noch für eine Cola? Es war keine große Cola, aber dennoch. Also Essen sehr zufrieden. Also Abendessen, Frühstück war in Ordnung. Die Nacht war gemütlich. Und die Zimmer sind groß. Also gefällt mir echt gut. Und wie gesagt, wir gehen jetzt in den Park und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.